Moin moin, liebe Leute. Wer den YouTube-Channel von Big Fish Media ein bisschen verfolgt, der wird sicherlich unseren Ebro Grand Slam kennen. Das war eine Serie, da war ich letztes Jahr, so Ende November, Anfang Dezember, mit dem Lars bei Bruno Brennsteiner am Ebro. Und da haben wir den Ebro Grand Slam gemacht. Das heißt, wir haben Karpfen, Wels, Zander und Barsch in einer Tour gefangen. Und das Wetter war da relativ schlecht, stürmisch, Regen, ja, relativ kalt für die Jahreszeit, aber wir haben tolle Fische gefangen und deshalb habe ich mir gedacht, versuchst du dieses Jahr mal wieder einen Ebro Grand Slam, sozusagen den Ebro Grand Slam 2.0 und habe mir dafür Anfang Juli ausgesucht, weil da ist das Wetter normalerweise recht stabil, vielleicht ein bisschen warm, aber auf jeden Fall kein Regen und kein Sturm normalerweise. Und jetzt ist es soweit, ich sitze hier unterm Sonnenschirm, wir haben 32 Grad, also schon ziemlich warm hier in Deutschland. Und wir haben in den letzten Tagen mal das Handy befragt, was die Temperatur dann so für die nächste Woche dann so in Mequinenza am Ebro sagt. Und ich zeige es euch gleich nochmal genau in die Kamera. Jetzt sehe ich hier Samstag 41 Grad, Sonntag 42 Grad, Montag 43 Grad. Puh, das ist nicht nur ein bisschen warm, das ist schon wieder sehr warm. Und ob der Ebro Grand Slam 2.0 dann klappt, das werden wir sehen. Wir lassen uns auf jeden Fall von der Sahara-Hitze nicht abschrecken. Versuchen das mal. Gucken mal, was wir ans Band kriegen. Vielleicht nur eine Fischart, vielleicht zwei Fischarten, vielleicht doch wieder alle. Wir werden es sehen. Angeln ist kein Wunschkonzert. Man weiß nie, was passiert. Aber wir versuchen es auf jeden Fall. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen in der deutschen Hitze schmoren. Aber in Spanien ist ja noch mal 10 Grad wärmer. Weiß gar nicht, wie ich mich darauf vorbereiten soll. Wahrscheinlich ein bisschen Sonnencreme einpacken, viel trinken, mehr geht nicht. Dann Koffer zusammenpacken. Morgen hole ich dann den Lars noch ab und dann fahren wir zum Flughafen und von da aus dann in den Glutofen Spanien und dann sehen wir uns dann wieder. Ich sag mal, bis morgen. Liebe Leute, wir stehen jetzt hier an gleicher Stelle wie ungefähr vor 6 Monaten. Vom einem Extrem ins nächste. Letztes Jahr im Dezember Regen, Wind, relativ kalt. Jetzt extrem heiß. Auf dem Weg vom Flughafen hierhin hatten wir 40 Grad im Auto auf dem Thermometer. Das glaube ich gab es in Deutschland in der gleichen Zeit, wo es auch warm ist. So nicht. Also richtig heiß hier. Heute geht es los mit Fischen. Lars, wie schätzt du die Lage so ein? Ja, die Temperaturen schätze ich normal für Spanien ein, für diese Jahreszeit. Also ich mache mir da keine Sorgen, dass wir keine Fische fangen werden. Und wir müssen uns gleich noch mit dem Bruno treffen, weil wir wollen am oberen Stausee fischen. Und da braucht man zu der staatlichen Lizenz noch eine zusätzliche. Genau, seit diesem Jahr muss man eine zusätzliche Lizenz haben. Ist aber kein Problem, die zu bekommen, wie der Bruno gesagt hat. Kostet auch nicht viel, ich glaube 5 Euro oder so am Tag. Und diese staatliche Lizenz kostet 13 Euro im Jahr oder so, also hält sich finanziell alles im Rahmen, denke ich. Wir haben uns gut eingecremt, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Fahren jetzt gleich noch mal was zu trinken holen, weil immer schön viel trinken bei den Temperaturen. Und dann hoffen wir, dass die Fische beißen und wir sehen uns dann am Wasser, würde ich sagen. Bis später. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier am Steg, wo wir immer losfahren, am Ebro beim Carlos. Hinter mir
die doppelte Brennsteiner-Power diesmal. Bruno, den kennt ihr ja alle schon, mit dem war ich ja schon häufig unterwegs, und sein Bruder diesmal dabei, um uns hier tatkräftig zu unterstützen. Noch ist es halbwegs erträglich, hier so knapp 30 Grad, aber es soll heute wieder über 40 gehen, habe ich gerade gehört. Bruno, was denkst du, beißt überhaupt was bei dem heißen Wetter? Ja, das sollte kein Problem sein. Wir probieren ja heute mit Pilgern über Pleiten Chicks. Da werden wir schon ein paar Zander, vor allem ein paar dicke Barsche werden heute fangen. Ich bin mal gespannt darauf, ob wir wieder ein paar schöne Barsche ans Band kriegen. Das mit den Zockern, das haben wir in Deutschland schon mal ausprobiert. Da bin ich gespannt, ob das auch hier funktioniert. Und ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt noch weiter hier in der Sonne brutzeln, fahren wir los und gucken, ob wir ein paar Fische ans Band kriegen. Auf geht's, ja? Ja, gehen wir los. Jo. So Jungs, gehen wir fischen. Yeah. Am Zocker muss man immer recht aggressiv führen. Praktisch wie immer anschlagen, tot. Anschlagen, auf Spannung wieder runter. Lässt man locker runter, überschlägt er sich. Ruckartig anheben und gemütlich runterlassen. Ersten Fisch hier bei mir auf Zocker, kommt jetzt hoch. Oh ja. Kein großer Barsch, aber immerhin. Guck an, alle schießen da drauf. Funktioniert auf jeden Fall. Jetzt kann doch gerne ein etwas größerer kommen. Voll genommen den Zocker hier. Eine Flunke hängt gut drinne. Und die kann man auch jetzt gut wieder abhaken. Boah. Oh, schau mal den Barsch an. Geht schon Schritt mehr. Super Doublette, oder? Hier, guck. Ja, nicht schlecht. Wir releasen. Wir essen wenig Fisch. Jetzt machen wir ein paar Würfe hier mit ein bisschen überbleiten Gummi. Kleinen Gummi mit dem schweren Kopf. Schicken wir ein bisschen aggressiv. Schauen wir mal, ob wir da einen Barsch bekommen. Zu tiefen 5 bis 10 Meter um die Jahreszeit. Das sind viele Futterfische, viele Krebse vor allem. Schicken wir sehr aggressiv. Na, ein schöner Barsch. Jetzt kannst du mal eine Wache füllen. Schön dick gefressen. Jig voll inhaliert. So. Lass mal wieder rein, den Jungen. Oh, meine Rute hat es fast gekostet am Dach hier beim Anschlag. Da wir jetzt die ganze Zeit mit so einem ja doch recht schwereren ja, Zocker, sind ja eigentlich sind das auch eher Mini-Pilker, sage ich jetzt mal, gefischt. Jetzt gehe ich noch ein bisschen leichter. Das hier ist jetzt so ein ja,
Mini-Pilker, so in 10 Gramm im Einzelhaken. Mal gucken, ob das richtig funktioniert oder ob ich deswegen ein paar mehr Fehlbisse haben werde, werden wir mal sehen. Aber ich kann dann den Fisch auf jeden Fall auch leichter abhaken mit dem Einzelhaken. Mal gucken. Zwei super Hammerbisse in dem Moment. Ja, wichtig beim Angeln mit dem Zocker ist, dass die Schnur nicht in sich zusammensackt, wenn man den Köder absinken lässt, weil sonst überschlägt sich das Ganze und es gibt Verhedderung. Also wichtig, dass man immer anlupft und dann an der gespannten Schnur wieder absinken lässt. Dann gibt es wenig Verhedderung, man kann das nicht vermeiden, ab und zu verhängt er sich, aber wenn er an der lockeren Schnur absinkt, dann gibt es bei jedem zweiten Anlupfen gibt's Verhedderung. Und das ist halt wichtig, dass man das vermeidet, denn mit einem verhängten Zocker kann man nichts fangen. Ja, sind wir ein bisschen im Kindergarten unterwegs hier. Naja. Aber wir haben schon zwei, drei dicke. Jetzt habe ich auf den weißen Zocker einen Biss gehabt. Da kommt er. Ui, das ist ein schöner Bart. Oh, der Zocker fällt schon raus. Da ist er, schöner Fisch auf den Zocker. Und das bei den heißen Temperaturen hier spielen die Barsche auch noch gut mit. Perfekt. Für so einen Fisch braucht man bei uns schon fast eine ganze Saison. Ich habe jetzt mal auf den 20 Gramm Zocker gewechselt. Oh ja, anständig ist er. Bruno gleich auch ein, gleich ein Zander, Zockerbarsch, Bruno gleich auch ein Zander. So muss das sein. Ja, nicht der größte, aber Zander ist ein Zander. Ja, knapp 40. Gut, 5,36, gute Größe. Ciao. Dicker Barsch. Schöner Dickbarsch. Guckt an, wie die kämpfen, das ist schon der Hammer, oder? Ganz rot. Schönes Tier, oder? Guck mal, wie rot der ist. Ah, hier drüben. That's fishing. Die kämpfen, das ist der Wahnsinn. Wieder ein super Barsch. Gehen wir mal einen Kescher bei uns. Thank you.
also dritte 40 und 40er Zeit. Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch einen Barsch drauf. Wir haben den Schwarm gefunden. Unheimlich kampfstark, das macht richtig Laune. Man sieht ja, wie die hier in die Ruten reinknallen. Das ist Sommerangeln vom Feinsten. Kann auch ein Zander sein. Ich tippe hier auf einen wirklich super Zander. Ja, ist ein Zander. Aber ein schöner. Boah, ein richtiger Koffer. Komm, weiter durchziehen, in einem durchziehen, in einem durchziehen, in einem durchziehen. Jawohl. Puh, hast du es nicht? Yeah, man! Was habe ich gesagt? Hast du es nicht gesagt, Franzmann? Yeah, man! Ja. Aber so einen guten Anschlag. 80er Zander würde ich sagen. Ah, 75. 80, aber dick. Schöner Fisch. Kampfstark. Schöner Fisch, so. Also, richtig klasse. Die haben auch richtig Dampf zur Zeit. Die Drills machen Spaß. Weltklasse. Top. Da ist er. Schöner Barsch auf den Zocker. Der könnte auch 40 haben. Erstmal rausholen hier. Ein toller Ebro-Barsch. Hier auf den kleinen Zocker-Mini-Pilker. Der Bruno, der Weißwurt läuft, hat uns wieder an die Sommerspots für die dicken Barsche gefahren. Perfekt. Guck, voll inhaliert. Wieder auf den Blau-Silbern. Holzzange. Ja, schöner 60er Zander, 55. Für 42 Grad im Schatten nicht schlecht. Beißen trotzdem. Müssen ja fressen. So, einen Zocker, den kann man auch werfen. Muss man nicht immer vertikal unter Boot führen. Zeige ich gerade mal. Haben so 15, 20, 30 Gramm, je nachdem wie tief es ist, kann man unterschiedlich fischen. Hier jetzt so bei 10, 15 Meter haben wir 25 Gramm, 20 Gramm. Ist ja eigentlich kein Zocker, ist ein Pilger. Zocker ist ja fest eingegossener Drilling, das wollen wir nicht, weil da wird viel gerissen. Ja, hier ist so 15 Meter tief und dann immer sehr aggressiv führen. Wichtig ist, unter Spannung absinken lassen. Trotz dass man so zockt oder pilgt, haben die dann oft komplett weg. Ja, Fisch. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es ein Fisch ist. Ich glaube ein Stück Holz oder was. Ja, ein Stück Holz. Oh, der seltene Stockfisch. Ja, ich muss sagen, der Wurzelhecht, sehr kapitales Exemplar. Ich tippe auf 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter dürfte jetzt ein neuer spanischer Rekord sein, schätze ich mal. Releasen wir natürlich. Komm mal, schöner Zander. Petrilas. Super, danke schön. Super Fisch. So, jetzt durfte ich auch endlich mal angeln. Der Gregor hat mir freigegeben. Dann habe ich auch mit dem Zocker gefischt. Und wie man hier sehen kann, die Zander steigen da direkt voll drauf ein. Der hat den voll inhaliert. Knallharter Drill, knallharter Biss. Schöner Zander. So macht Angeln Spaß. Geil. Schöner Zander da. Ja, das ist ja echt der Wahnsinn, in der prallen Mittagssonne. So, jetzt muss ich in einem Zug dann bringen. Lass die Finger weg von der Bremse, geht schon. Nochmal drehen. Ja, jetzt in einem her, der darf nicht schlagen, weil die hängen oft knapp.
Selbst mein Bruder, der gar kein so ein Profi ist, der fängt hier super Zander, der hat jetzt 72 cm. Das bei 40 Grad. Unglaublich. Setzen wir zurück, hä? Wir lesen gerade hier, kann der Rieger vielleicht filmen. Gerade mit dem Kopf voran. Richtig schön rein, richtig schön von oben rein, Kopf voran. Ja, vielleicht schauen wir, wie er wegtaucht. Pass auf, manchmal beißen sie auch, ne Gregor? Hey, Lars. Scheißegal. Ah! Oh, jetzt hat er dich gemerkt. Aber da geht er noch mal ab, zwei, dreimal. Na komm, 1,20 Meter. Lars, holst du den dann? Handlandung. Ganz tolle Badel hier. So, dann lassen wir den wieder. Ja Leute, jetzt bin ich wieder am Ferienhaus und vielleicht die Gelegenheit, jetzt noch mal ein bisschen was zu den Ködern zu sagen, die man benutzt. Auf dem Boot ist es ja immer ein bisschen stressig, wenig Platz, besonders wenn es beißt, dann hat man keine Zeit und auch keine Lust, ehrlich gesagt, großartig was zu den Ködern zu erzählen. Deshalb mache ich das jetzt mal ganz hier in Ruhe, wo Zeit und Muße ist, dass ich euch ein bisschen was zeige. Ganz zu Anfang, ich habe jetzt immer von Zockern gesprochen, die wir gefischt haben. Aber streng genommen, ich weiß ja, da wird bestimmt wieder was kommen, werden jetzt einige sagen, das sind ja gar keine Zocker, die ihr benutzt habt, hat der Bruno auch schon gesagt, da hat er auch recht. Zocker sind eigentlich, ja, Vertikalangelköder mit einem starren Haken. Das sind klassische Zocker. Ich habe jetzt Köder benutzt, ja, die ich oder viele auch als Zocker mittlerweile bezeichnen, sind aber eher kleine Pilker. Zum Beispiel, den haben wir benutzt. Das ist jetzt so ein 10 Gramm ja, Mini-Pilker. Hier unten ist jetzt ein Einzelhaken dran. Kann man auch ein Drilling dran machen. Beim Einzelhaken hat man zwar ein paar mehr Fehlbisse, aber die Fische sind nicht so verangelt wie bei Drillingen. Besonders wenn man mit kleinen Fischen zu tun hat, ist das auf jeden Fall ein Vorteil. Dieser 10 Gramm ist ganz gut. Dann haben wir hier, die habe ich vom Bruno bekommen, etwas schwerere. So in 20 Gramm. Blau-Silber war ganz gut. Oder auch hier so ein ja, Rosa-Silber, Blau-Silber. Das hat ganz gut geklappt. Man muss ja mal gucken, dass man auch auf Tiefe kommt. Wenn die Fische gerade tief stehen, man hat ein bisschen Drift, muss man schon ein bisschen Gewicht haben, um überhaupt runterzukommen. Nicht, dass die Drift, hatten wir jetzt nicht so stark, aber es kann natürlich passieren, wenn viel Wind ist. Nicht, dass die Drift den Köder dann irgendwie wegtreibt und man überhaupt keinen vernünftigen Köderkontakt mehr hat, dann kann man nichts fangen. Also immer auch ein bisschen gucken, passt das Gewicht zu der momentanen Drift, das ist immer ganz wichtig. Und einen Köder habe ich auch noch gefischt, auf den habe ich aber leider jetzt nichts gefangen. Gut, heißt nichts, sollte man trotzdem nochmal ausprobieren. Das ist jetzt hier so ja, ein Mini-Pilker mit so einer Öse hier jetzt in der Mitte. Der hat den bezeichnenden Namen Vibrato, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Hat mit Vibrato jetzt nichts zu tun, aber der Name leitet sich davon ab,
wie gesagt, man macht hier den Wirbel fest und dann lässt man das runter. Und wenn man den dann anhebt, dann vibriert der so. Und das kann man bis in die Rolle, bis ins Handteil der Rute kann man das richtig spüren. Also ich denke, wenn man das mal versucht, öfter mal versucht, vielleicht wenn die Fische ein bisschen anderen Reiz wollen, als wir jetzt auf die Zocke gefangen haben, hier sind immer noch zwei Drillinge, hat man auch wenig Verhedderung mit, dann denke ich mal, wird das auf jeden Fall funktionieren. Also Vibrato steht bei mir beim nächsten Mal ganz oben auf der Liste. Ja, das ist jetzt eigentlich schon alles, was es an Ködern zu sagen gibt. Zocker oder Mini-Pilker, es sind jetzt nicht nur was hier für Spanien, sondern habe ich auch schon auf norddeutschen Seen erfolgreich gefischt. Wenn man bei euch mit dem Boot angeln kann, wo die Barsche sind, versucht das mal aus. Klappt auf jeden Fall auch an heimischen Gewässern.